Hey, du schön, dass du da bist. Heute sprechen wir über Gentleman-Düfte. Was ist ein Gentleman-Duft? Um ganz ehrlich zu sein, hat mich der Ganymede von Marc-Antoine Barrois zu diesem Video inspiriert, beziehungsweise eure Rückmeldung darauf. Ich habe euch den ja schon öfter empfohlen und wirklich, ich kriege ausschließlich positive Rückmeldungen und die Männer, die sind alle sehr spezifisch in ihrem Feedback, das sie mir schreiben. Und zwar sagen die immer, sie bekommen Komplimente von ihren Müttern, von ihren Schwestern, von ihren Freundinnen. Alle Frauen fahren auf den ab und sie wollen wissen, welche anderen Düfte noch ähnlich sind. Und dann dachte ich mir, ja, also ich kenne schon ein paar Düfte, die in dieselbe Kerbe schlagen, die eventuell in Effekt auf die Damenwelt haben, also die einfach so mühelos attraktiv sind, ohne zu viel zu wollen, ohne zu sexy zu sein, aber die einfach die Damenwelt bezirzen und die zeige ich euch jetzt. Falls du zum ersten Mal auf diesem Kanal bist, herzlich willkommen. Ich bin die Leni, ich spreche nur über Parfum und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du abonnierst, falls du noch nicht hast, falls dich das Thema interessiert. Ja, ich lade zweimal pro Woche für euch Parfum-Content hoch. Und ich freue mich wirklich über jeden einzelnen von euch. Und der OG dieser Liste ist natürlich der Ganymede von Marc-Antoine Barrois. Das ist einer der verführerischsten und gleichzeitig tagestauglichsten Düfte, die ich kenne. Und ich habe euch den schon so oft empfohlen. Ihr bekommt dieses schöne mandarinige Safran, Osmanthus, Leder, Holzgemisch, das einfach in so einer Feinheit präsent ist, der kann man sich nicht entziehen. Und dadurch, dass der auch einigermaßen gut abstrahlt, können sich dem auch andere Leute nicht entziehen. Der ist einfach wunderschön und jeder, der jetzt nicht gerade eine Aversion gegen Safran hat, der muss den probieren gehen. Also jeder Mann. Das ist tatsächlich ein sehr maskuliner Duft. Das ist auch der Grund, warum ich noch keinen Flakon habe. Ich bin auf der Suche nach einer kleinen Restmenge für mich und natürlich, damit ich ihn euch auch in den Videos zeigen kann. Aber der ist tatsächlich sehr, sehr, sehr maskulin und gleichzeitig so, so sanft dabei. Also, ich bin verliebt. Es ist gerade schon wieder so viel Lärm, ich weiß nicht. Wir ziehen nächste Woche um und ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue. Ich mache echt drei Kreuze, wenn ich hier nicht mehr filmen muss. Den nächsten Duft hat eine Freundin von mir als Gentleman-Gangster-Duft bezeichnet. Und ich finde, das trifft es einfach. Also diese Bezeichnung hat sich auch eingebrannt bei mir im Kopf. Ich spreche über Royal Vintage von Maison Mikalev. Und hier habe ich jetzt mal den kleinen 30ml Flakon. Und der Royal Vintage ist auch aus dieser Jewel Collection. Also die großen Flakons sehen auch so aus wie die Cire Toxique, wie Eden Falls und so. Wie Ylang-Ylang Gold. Ohne Steine aber. Und das ist ein ganz gelungener Duft. Und wahrscheinlich, wenn ihr euch den vorstellen möchtet, dann müsste ich sagen, der geht in die Aventus-Richtung. Allerdings hat er keine Ananas, sondern der hat Bergamotte. Und der ist sehr viel holziger, etwas herber. Der hat nämlich im Herzen Leder und Zypresse. Also da, wo Aventus auch ein ganzes Sammelsurium noch an Noten hat, ist der hier etwas simpler, etwas klarer in seiner Linie, würde ich sagen. Also es geht um Zypresse, es geht um Leder. Und der ist aber wahnsinnig gefällig. Und er hat wirklich auch eben diese schöne, schöne herbe Holzigkeit, die etwas mehr in die grüne Richtung geht. Also er ist ein bisschen böser als der Aventus und ich glaube, deswegen sagt sie auch Gentleman Gangster. Weil der einfach nicht ganz so gefallen will, sondern eine etwas härtere Linie fährt. Der ist ein bisschen rauer. Ich finde, den trägt wahrscheinlich ein Mann mit Bart. Ja, aber auf jeden Fall einer, der nicht übermäßig gegroomt ist. Also das ist keiner, der irgendwie zweimal in der Woche in seinen Barbershop geht, sondern das ist ein gestandener Mann. Der hat Manieren und der ist stilvoll, aber der ist auch ein bisschen gefährlich. Und dieses Zypresse-Leder-Thema finde ich spitze. Das ist persönlich die Art von Duft, auf die ich reagiere, ja. Wo der Ganymede noch ein bisschen sanfter ist, ist der eher rauer. Hält sich nicht spitzenmäßig, ich würde sagen so um 6 Stunden und strahlt moderat ab. Aber den riecht man schon und der ist wirklich gelungen. Den nächsten habe ich euch schon oft gezeigt, aber der passt wie die Faust aufs Auge. Deswegen muss der hiermit auch in die Liste. Und zwar ist es L'Homme Ideal von Guerlain, das Eau de Parfum. Und L'Homme Ideal ist, was er verspricht, der perfekte Mann. Und das ist einer, den ich selber auch trage. Der ist einfach so wahnsinnig schön. Das ist ein unglaublich
faszinierender Gourmand, der aber nicht zu weiblich wird, sondern der noch eine schöne Lederkomponente hat. Wir haben eine weiche Tonkabohne. Wir haben auch ein bisschen ein Kirscharoma, das viele Leute da wahrnehmen. Also geht es nicht nur mir so. Es ist allerdings keine Kirsche drin, aber ihr könnt euch den vorstellen, so ein bisschen kirschig, cremig, Tonkabohne, Leder. Wir haben auch eine tolle Mandel mit drin, die spürt man auch. Und Weihrauch und Vanille. Und wer schon ein paar Mal Videos angeschaut hat, der weiß, dass ich denke, dass niemand so gut Weihrauch-Vanille-Kombinationen macht wie die Marke Guerlain. Das können die einfach. Die machen das so fein und der ganze Duft an sich ist eine herausragende Komposition. Ja? Der ist einfach verführerisch. Der wirkt extrem hochwertig, der ist klassisch, der passt aber in viele Situationen. Ich empfehle den auch oft als Date-Duft. Und der ist so schön. Ich sage immer, der Neil Caffrey aus White Collar trägt den. Also ich blende euch das Bild ein. Das ist eigentlich alles, was ihr zu diesem Duft wissen müsst. Neil Caffrey, White Collar, Lom-Ideal. Es ist ein gebildeter Mann, ein gewitzter Mann, ein Mann, der Sprachen spricht, ein Mann, der sich kulinarisch auskennt. Das ist euer perfekter Gentleman. Ist natürlich auch ein bisschen unrealistisch, weil die meisten Männer, die so jung sind, die haben noch nicht diese Weltgewandtheit, die haben noch nicht diese Lebenserfahrung und die sind vor allem meistens auch nicht in dem Maße gebildet, aber das heißt ja L'Homme Ideal und nicht L'Homme Realistique, ne? Also, ganz toller Duft. So, und wenn der Mann, der L'Homme Ideal trägt, dann mal jenseits der 50 ist, dann finde ich, passt ein anderer Duft super, und zwar der Sir Galahad von Isabe. Und der Sir Galahad, die haben auch diese lustigen Flakons, seht ihr, wie rautenförmig das ist? Das ist ein spitze Duft, der gefällt mir richtig gut. Der ist ein bisschen vintagey, das ist auch der Grund, warum ich den eher für ältere Männer empfehle. Der ist jetzt aber nicht irgendwie altbacken oder so, sondern der hat einfach diesen Vintage-Vibe. Und zwar haben wir haben fruchtige Blütigkeit von Anfang an mit viel Gardenie. Also Gardenie müsst ihr mögen, wir haben Krokus. Und ich finde, die Gardenie gibt diese Sophistication, ja, also die gibt was sehr Gebildetes diesem Duft. Und obwohl der sehr floral ist, finde ich, ist der trotzdem noch maskulin. Das, was den nämlich maskulin macht, ist diese wunderschöne rauchige Amberbasis. Der hat ganz ein bisschen dezenten Smoke, aber nicht dreckig, sondern einfach so was schön rauchiges, ein bisschen harziges, ein bisschen süß, ganz fein gemacht und aber mit einer Herbheit dann auch wieder, die ich schon spannend finde. Im Drydown kommt der Jasmin Sambac immer noch ein bisschen stärker und ich finde auch, der gibt ihm auch den Gentleman-Faktor. Das ist so richtig, der macht ihn irgendwie auch weich. Das ist einer, der vielleicht sogar gar nicht mehr arbeitet, aber trotzdem noch gerne im Anzug sich bewegt, ja, das Leben genießt. Der Sir Galahad ist ein wahnsinnig galanter Duft. Ist als Duft an sich eher schwach und strahlt mittelmäßig aus. Also das ist kein Beast Mode Duft, sondern der ist ein bisschen understated. Es passt aber dann trotzdem irgendwie total zu dem Duftcharakter, finde ich. So, und für einen Mann, der beruflich viel reist, also wenn wir jetzt nicht gerade in einer Pandemie sind, meine ich, finde ich perfekt den Kobe von Serjoff aus der Shooting Stars Collection. Den habe ich euch letztens in meinem unglaublich langen Serjoff Review schon vorgestellt. Und ich finde, dass der einfach total spricht. Ich bin ein Mann von Welt, ich reise viel und ich bin sophisticated, aber ich bin trotzdem attraktiv. Also ich meine jetzt nicht diese kühlen Business-Typen, sondern ich meine einen, der schon auf seiner Reise ein bisschen links und rechts schaut, mit dem man mal ein interessantes Gespräch führen kann. Also einfach einer, der auch so ein bisschen das Leben genießt, aber eben auch einfach viel schafft. Und der Kobe. Oh, ich ärgere mich, dass der so maskulin ist, weil ich würde den wahnsinnig gerne selber mehr tragen. Aber er ist sehr maskulin. Es ist ein Orangenblütenduft mit Neroli, mit Petit Grain. Der hat einen unglaublich frischen, erfrischenden, leicht würzigen, herben, fast grünen Start. Also der macht sofort seine Ansage. Der zeigt sofort, wer er ist. Aber so richtig, richtig super schön wird der nach ein paar Minuten, so nach einer halben Stunde, fängt er an, so richtig sich zu entfalten. Da dürfen nämlich die Basisnoten ein bisschen mehr mitspielen.
Die Orangenblüte wird immer, immer, immer stärker. Er ist schon weich, er ist pudrig, aber gleichzeitig hat er so eine Herbheit, die total attraktiv ist. Wir haben in der Basis lauter warme, harzige Ambernoten, sogar ein bisschen Oud. Die kommen aber nur extrem dezent. Also die geben ihm dann das gewisse Etwas im Drydown, aber die werden nie, er wird nie ein warmer, richtig warmer, tiefer Duft. Ja. Er bleibt eigentlich immer light und airy, aber mit einer guten Präsenz. Also der strahlt auch gut aus, der hat auch eine super Haltbarkeit und es ist einfach so ein richtig, richtig geiler Duft. Sophisticated. Ist vom Charakter her sehr, sehr seriös und sehr erwachsen, würde ich auch sagen. Ich denke, so Männer zwischen 25 und 45 würden den wahrscheinlich tragen. Vielleicht auch noch ein bisschen älter. Und ich kann wirklich kein Video zu diesem Thema machen, ohne euch nicht meinen Herzensduft zu zeigen. Den schönsten Herrenduft, den die Parfumindustrie je hervorgebracht hat, weil der passt auch wie die Faust aufs Auge. Der ist wirklich in einer Liga mit dem Ganymede und er ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Crowdpleaser. Es ist Ombre Nuit von Christian Dior. Und seht ihr, wie viel ich mittlerweile schon von dem getragen habe? Obwohl ich finde, dass der eher für die Herren passt, trage ich den ständig, weil er so schön ist. Der hat dieses wahnsinnig schöne, spritzige, fizzelige Coca-Cola-Opening. Ich liebe das. Das gibt mir Geborgenheit und belebt mich gleichzeitig. Wir haben eine ganz dezente, schöne Rose im Herzen. Und natürlich, wir haben Amber. Es bringt eigentlich nichts, euch die Noten zu sagen, weil der Ombre Nuit ist an sich, die Gesamtkomposition gibt ein ganz, ganz distinktives Bild, wie der riecht. Alle Leute, die den 40 Knots von Serjoff kennen, die können sich den vorstellen. Der ist nämlich sehr ähnlich. Aber der Ombre Nuit, er ist ein bisschen pfeffrig, er ist holzig. Er ist sehr holzig und ambriert und hat dieses Ambra irgendwie. Irgendwie hat der was Animalisches für mich, ohne animalisch zu riechen. Weil so super animalische Düfte mag ich nicht. Aber der spricht mich so tief an. Der dringt irgendwie total in mich ein. Und ist wunderschön. Die Performance ist moderat. Wenn ihr eine bessere Performance haben wollt, müsst ihr euch den 40 Knots von Serjoff holen. Der hier ist mehr ein Duft, der ist understated. Der hält zwar schon 6-7 Stunden, aber er strahlt jetzt auch nicht besonders weit aus. Das ist auch ein Duft, der sich gut für Hochzeiten eignet, sage ich immer, weil man da noch viele Leute umarmen gehen kann, ohne dass die gleich ohnmächtig werden. Also jetzt mit einem Oud for Greatness zum Beispiel würde ich jetzt nicht auf eine Hochzeit Leute umarmen gehen. Und mit Ombre Nuit schon. Mit Ombre Nuit kann man alles machen. Ihr könnt Anträge machen mit Ombre Nuit. Ihr könnt heiraten. Ihr könnt die Geburt eures ersten Kindes feiern. Wie auch immer. Der ist einfach so festlich und schick und trotzdem nie fehl am Platz. Also der nimmt sich selbst auch nicht zu ernst, sondern der ist einfach total elegant, klassisch. Aber hat so einen starken Charakter irgendwie auch. Den kann man nicht gut in eine Schublade stecken. Lasst euch einfach sagen, in meinen Augen ist das der beste Herrenduft, den es gibt. So, und jetzt habe ich noch eine für die Orientalik-Liebhaber, für die Leute, die gerne Oud mögen. Einen wahnsinnig gefälligen, unglaublich feinen Oud-Duft. Und zwar Fars von Serjoff. Der Fars ist, ich würde tatsächlich sagen, einer der gefälligsten Oud-Düfte, die es so gibt. Zusammen mit Alexandria II. Aber der Fars ist eben noch eine Ecke maskuliner. Mit einem schönen Lavendel. Geht aber schon in die Nase. Also das Oud merkt ihr sofort. Ja? Also wer jetzt noch kein Oud kennt, dann würde ich den noch nicht empfehlen. Wenn ihr aber sagt, ihr tragt öfter orientalische Düfte und das ist euer Ding, ja, also vielleicht wenn ihr auch den Kanal vom Kai schaut, ja, dann ist der Fars ein wunderbarer, toller Gentleman-Duft. Und ich glaube eben, dass der Fars einer ist, auf den die Frauen auch fliegen, die noch nicht so dufterfahren sind. Der hat diesen tollen Lavendel, der hat eine Rosengeranie, der hat eben das Oud und diese drei Komponenten kriege ich eigentlich am allermeisten. Wir haben auch noch Ambra, wir haben Patchouli in der Basis. Also der ist unglaublich komplex und unglaublich fein abgestimmt. Der macht auch einen tollen Verlauf durch.
Aber er ist halt sehr, 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 sehr orientalisch, ja. Also, wenn es aber eine Richtung ist, die euch gefällt, dann schaut euch den Fass unbedingt an. Testet ihn vorher. Also, blind würde ich ihn nicht kaufen. Vor allem, weil er auch sehr teuer ist. Aber er ist schon richtig fein. Der ist schon richtig ein Kunstwerk. Und da braucht man ein bisschen Eier, um den zu tragen. So, liebe Männer, ich hoffe, da war was für euch dabei, was ihr mal schnuppern gehen könnt, wenn ihr einen ähnlichen Effekt wollt wie den, den der Ganymed erzielt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Erfolge oder Misserfolge dann in die Kommentare schreibt oder auch eure Erfahrungen mit den Düften, wenn ihr sie schon habt. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.